Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind am Kopenhagener Hauptbahnhof, der eigentlich ja der Dresdner Hauptbahnhof ist. Und ja, jetzt sollte hier dann irgendwann noch ein Zug rein. Dafür müssen wir aber erst die Strecke fertig bauen und das werden wir in Angriff nehmen. Wir gehen hier durchs Städtchen durch, hier hinten raus und dann geht's nach Goldkronach. Und weil wir jetzt schon hier sind, würde ich sagen, wir gucken gleich mal nach dem Bahnhof. Und ja, die Topografie dieses Städtchens, die schreit eigentlich direkt danach, dass wir den Bahnhof hier reinsetzen, würde ich sagen. Wo bist du denn sozusagen? Hier ist Innsbruck, da oben ist Katzhütte. Ja, das kann man schon machen. Ich frage mich halt gerade, machen wir hier einen Kopfbahnhof oder einen Durchgangsbahnhof? Ich würde sagen, das müsste eigentlich einen Durchgangsbahnhof geben. Und zwar ein, ja auch mitten im Städtchen drin, vielleicht, wo die Gleise hier dann noch weitergehen. Also, dass der irgendwie so gelagert wäre. Wir müssen mal gucken, was wir noch an Bahnhöfen haben. Wir haben natürlich noch ein paar im Angebot, wobei die meisten haben wir jetzt, glaube ich, tatsächlich schon benutzt. Oder sollen wir hier halt vielleicht doch mal noch den Wiener Stadtbahnhof, den haben wir halt auch nirgends. Der hätte natürlich nach Salzburg gepasst, da haben wir jetzt aber was anderes, glaube ich, hingestellt. Dann hätten wir den auch noch. 400 Meter, das würde alles passen. Zweiten Straßenanschluss haben wir auch. Warum nicht? Nach Goldkronach, ist doch eigentlich ein schöner Name für ein Städtchen, aber irgendwie von der Länge her passt er irgendwie eher nach hier oben. Er ist aber eben nicht hier drin. Der passt doch so auch. Vielleicht noch ein Gleis mehr. Geht das? Jawohl, das geht. Brauchen die das? Das ist die andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Aber wir können natürlich auch hier einfach Fake-Züge raufstellen. Ja, guck mal, das ist doch nett. Das machen wir. Bisschen drehen noch. Und dann hinten mit den Gleisen eben wieder raus. Da werden die Häuser geopfert. Ganz klar. So. Zack. Passt. Dann haben wir hier halt nochmal einen größeren Bahnhof und ein bisschen was Moderneres. Ist ja auch in Ordnung. Das kommt gleich mal weg, damit wir die Straße vernünftig anschließen können. So, das wäre mal so. Und so. Und schon hängt das Ganze am Netz. Moment. Hier irgendwie gerne nochmal diesen hier. Okay. Und dann da rein. Und das geht wahrscheinlich wieder nicht. Nein. Zumindest nicht, wenn ich es direkt verbinde. Das geht aber, wenn ich es so mache. Und hier wieder mit einem Bogen irgendwie rein. Perfekt. Ja, auch rein. Und die Straße, ja, die können wir im Prinzip jetzt eigentlich schon modifizieren bzw. vergrößern, wenn ich den Knopf finde. Das war hier. Zack. Und hier gleich auch. Dann haben wir das. Das stand nämlich mal in den Kommentaren. Soll ein bisschen mehr auf die Straßen achten, weil teilweise sieht es wirklich komisch aus, wenn halt hier so eine Straße in Feldweg übergeht. Aber die Straße hier, die hat sowieso keine Zukunft, weil hier sind Gleise. Also die kommt sowieso weg. Mache ich gleich mal. So, gleich kurz Kollege Wischmob. Nicht ein Baum, ich brauche das Teil hier. So, sonst noch was, was wir gerade machen könnten, wenn wir doch gerade hier sind. Da haben sie schon mal ein Fundament legen wollen. Das habe ich jetzt wieder vernichtet, aber das müssen sie halt nochmal hin machen, wenn sie da tatsächlich was bauen wollen. Gut, die Straße, wo geht die hin? Ja, dann haben wir hier natürlich die Industrie abgewürgt. Das können wir aber ändern. Oh, habt ihr gesehen? Ich habe übrigens jetzt noch die Mod installiert oder wieder aktiviert von wegen, dass die Straßen nicht verjähren. Sprich, jetzt haben wir die ganzen alten Straßen hier auch wieder. Das war mir relativ wichtig, weil sobald die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, hat man diese Landstraßen hier, diese ganz kleinen, staubigen Straßen nicht mehr. Das finde ich schon relativ schade. Gut, das ist aber auch nicht die gleiche. Man sieht, die hat Laternen, die hat keine. Wo habe ich denn die andere? Die müsste doch auch irgendwo hier drin sein. Da, das müsste sein. So, passt das? Moment, jetzt habe ich, glaube ich, habe ich ein Tramgleis installiert? Nein. Nee, passt. Ist nicht genau die gleiche, aber sie ist ähnlich. Gut, später wird das sowieso eine andere Straße. Also von daher ist das eigentlich Schnuppe. Gut, wo gehen wir hier rein? Von da oben von Weißwasser kommt noch eine Linie irgendwann. Dann haben wir hier Katzhütte. Das wäre eigentlich fast ein bisschen was Zentrales hier, würde ich vorschlagen. So, das zu nehmen. Wir hängen das mal zusammen. Eine Idee war mal noch, mach doch mal von A nach B, also aus den Kommentaren, von A nach B eine Strecke und nimm einfach ein Gleis und zieh es vom Bahnhof zum Bahnhof und guck, was das Spiel draus macht. Das haben wir schon gemacht, das haben wir bei Trainfieber mal gemacht. Also das geht, das funktioniert. Die Frage ist, ob man das dann so haben will, weil dann hat man halt Tunnel und Zeugs alles auch noch. Und das ist dann eben halt die Frage, ob man das tatsächlich so haben will. Ist das hier so richtig? Jawohl. So, dann haben wir die Strecke schon. Dann können wir dann gleich mal gucken. Also klar, wir müssen die Signale noch machen etc. Aber dann können wir sicher in der Folge noch gucken, was wir für einen Zug kaufen. Und ich würde sogar behaupten, das müsste eigentlich auch möglich sein, dass wir in der Folge den Zug noch kaufen und mitfahren.
auf dieser schönen neuen Strecke. Ah, da geht doch tatsächlich mal wieder eine X-Weiche. Gut, lasst uns die Linie machen. Also, das wäre von Zürich. Das ist hier unten. Nach hier rauf, da rein. Dann hier rüber. Zack, da rein. Dann hier runter. Dann wieder zurück. Nochmal hier hin. Und von hier aus wieder nach Zürich. Das müsste, glaube ich, soweit passen. Sieht auch so aus. Jetzt könnte man das Ganze natürlich wieder irgendwie nach dem geografischen Prinzip benennen. Da müsste man aber wissen, wo ist Süden. Ich gucke mal schnell. Das hier war Süden. Dann ist das hier oben ganz klar der Nordwesten. Also dann ist das die Nordwestlinie. Nordwestlinie. Und dann nehmen wir gleich Kopenhagen mit rein. So, gut, das ist sozusagen die Metropole, die wir hier haben. Deswegen machen wir das so. Gut, das hätten wir. Wir brauchen Signale. Sind da jetzt mal neue? Nein, da sind immer noch keine neuen gekommen. Ich habe eigentlich noch weitere Signale installiert. Ich weiß nicht, warum die nicht kommen. 1966 müsste man dann doch eigentlich mal das eine oder andere Signal noch dazu kriegen. Müsste man meinen. Aber dem ist offensichtlich halt nicht so. Zumindest im Moment noch nicht. So, hier machen wir gleich mal einen Block hin. Dann machen wir das hier schön vor dem Bahnübergang. Hier gerne nochmal. So, passt. Hier gleich nochmal. Ist vielleicht ein bisschen weniger Abstand, aber das ist okay, denke ich. Dann können wir hier die normalen Blöcke hinstellen. Und das gibt natürlich wieder tatsächlich eine Strecke für relativ viele Züge. Und das werden wir auch entsprechend machen, dass das viele Züge sind. So, hier geht's hier rein. Hier geht's wieder raus. Gerne hier ein Teil, gerne hier ein Teil. So, ich liebe es, Signale zu setzen. Das ist einfach, weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie entspannt. Man sieht halt die Strecke nochmal. Und man kann sich schon überlegen, ah cool, wenn man hier mit dem Zug durchbrettert, wie sieht das dann wohl aus? So, hier ein bisschen genauer gucken. Das wäre dann hier. Dann geht das hier rein. Hier hinten geht es wieder raus. Wenn wir dann zurückdüsen, hätten wir hier die Weiche. Stimmt das? Jawohl, hier ist das zweite Gleis. Und da geht es rüber. Das heißt, zack, hier. Signal und hier eins. Dann hier einen Block. Da muss man ein bisschen mit Schwung außenrum, damit wir eben auch noch ein bisschen Tempo haben. Kann sein, dass wir die Signale natürlich wieder ändern müssen, wenn sie dort die Straße noch entsprechend bauen. Und hier machen wir tatsächlich, dass sie nicht in der Stadt drin stehen, wenn sie warten, machen wir die Signale außerhalb. Hier wieder einen Block. Dann haben wir es dann gleich schon. Dann kommt wieder die typische Frage. Wo haben wir hier ein Depot? Das werden wir rausfinden. Ich glaube, in Zürich haben wir eins. Und sonst kriegt halt Kopenhagen noch eins. Das ist natürlich dann auch relativ schnell gemacht. Und Kopenhagen ist eine Stadt, die sich das durchaus verdient hat. So, wir können mal gucken, die Linie. In schickem Grau. Ja, zweigleisig. Das funktioniert alles. Jetzt habe ich aber auch noch gesagt, wir gucken wegen Durchgangs. Nicht wegen Durchgangsgleisen, sondern wegen der Zweigleisigkeit. Und das möchte ich jetzt kurz in Angriff nehmen. Wir brauchen nochmal die Linie, die ich hier zugemacht habe. Warum sehe ich die hier nicht? Ach, weil ich hier Sü habe. Okay, damit verwirre ich mich immer wieder. Das muss weg. So, dann haben wir nämlich hier die Nordwestlinie. Gut, wir haben Folgendes. Wir wollen hier, eigentlich hier rein. Von Dingens kommend. Moment, jetzt muss ich wieder überlegen. Von Goldkronach kommend wollen wir hier in Kopenhagen, nicht in die 12. Ich muss mal hier ganz kurz das Terminal-Menü haben. So, wir haben da die 13, wir wollen in die 12 rein. Hier. Das machen wir eigentlich. Das klappt irgendwie nur nicht. Ist das die 12? Doch, hier ist doch die 12. Ach doch, nee, das ist die 11. Da haben wir die 13 noch, das ist das Gleis, was wir nicht nutzen. Wir müssen hier in die 11 rein. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Das wäre hier. Das geht nicht. Aha, okay, da müssen wir schnell gucken, warum das nicht geht. Das muss irgendwie gehen. Kommen wir hier? Hier kommen wir doch raus. Dann kämen wir hier raus. Kämen hier rüber. Da haben wir eigentlich das Ganze aktiviert. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Hier, in dieses Gleis rein. Das ist schon die 11. Doch, doch, es ist definitiv die 11. Es ist auch nicht ein Kopfbahnhofsbereich hier. Nee, das ist tatsächlich ein Gleis, wo man durchkommt. Dann frage ich mich, warum. Ach so, ist im Prinzip sowieso die falsche Richtung, wenn man es genau nimmt. Also das muss eigentlich bleiben hier. Wer hier hin muss, ist eigentlich... Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Doch, es ist die 13, hier ist die 12. Jetzt dachte ich für ein Momentchen, das wäre die 13.
Nee, das ist schon richtig. Aber wir müssen ja auf dem Rückweg. Auf dieses Gleis, das würde heißen, der Rückweg wäre... Nee, der Hinweg. Ach, jetzt habe ich ein Durcheinander. Come on, hier vom Bruchköbel kommend. So kompliziert ist es nicht. Hier. Ja, das habe ich aber gemacht und das hat nicht funktioniert. Wenn ich hier die 11 draus mache, dann funktioniert es nicht mehr. Was passiert, wenn ich... Nee, das habe ich nicht hier gemacht, halt. Ja, jetzt funktioniert es. Allerdings irgendwie... 11, 12... Das ist ihr irgendwie mit diesen... Moment, das stimmt doch irgendwie nicht. Ihr seht, ich habe gerade eine leichte Krise. Jetzt sind ja noch neue Sachen gekommen. Das würde irgendwie möglich sein, dass jetzt das Dingens hier raufgeht. Es muss im Prinzip in die 12 rein. Dann fährt sie doch da lang. Hä? Also irgendwie, wenn ich das zu 11 mache hier. Zack, okay. Dann muss ich das hier eben... So, Moment. Nee, das geht dann wieder nicht. Ich hab's gleich. das muss eigentlich... Nee, das muss nicht so... Das muss so... Ich schnall selber nicht mehr, was ich möchte. Moment, ich hab's gleich. Also, das machen wir zu 12. Dann fährt er aber hier nicht durch die 12 durch, wenn ich hier die 12 eingestellt habe. Dann fährt er hier durch die 13... durch die... Doch, dann fährt er durch die 12 durch. Halleluja. Okay, dann müssen wir hier 11. Mal gucken, ob's klappt. Nee, das klappt dann eben nicht. Dann geht er wieder zu 12. Er muss doch hier reinkommen. Wenn er von hier her kommt, ich drehe das Ganze mal. Hä? Es ist eigentlich wirklich gar nicht schwer. Ich weiß auch nicht, was ich gerade für ein Geknorkse habe. Also von hier soll er das Gleis hier nutzen. Hier rein. Und das ist... Die 11. Nee, Moment. Es ist die 12. Das macht er. Das ist ja hier eingetragen, aber er macht es nicht. Seht ihr das? Der ist doch nicht auf der 12. Doch, ist er. Hier fehlt mir ein Gleis. Ich glaube, ich habe das Problem. Jetzt haben wir es wieder. 11, 12, 13. Das ist die 11. Das ist die 12. Das ist... Nee, das stimmt eben nicht. Das ist die 13. Das ist die 12. Dann ist das hier... Was ist das denn für ein Gleis? Das ist irgendwie nicht... Seht ihr das? 11, 12, 13. Wir haben aber 4 Gleise. Jetzt sehe ich das Problem. Das kann nicht funktionieren. Also das... Hä? Ist das wieder irgendwie so ein Durchfahrtsgleis? Deswegen ist das nicht beschriftet. Deswegen geht das nur hier. Das kann natürlich tatsächlich sein, dass dieses hier in der Mitte nicht an... Also, dass man nicht anhalten kann hier in der Mitte. Wenn man es genau nimmt, ist es sogar logisch, weil wir haben hier kein Perron, also kein Bahnsteig. Das hat schon was Logisches. Gut, das hätte ich natürlich wissen sollen, bevor ich hier anfange. Kein Wunder, kriegt man das so durcheinander. Also, da müssen wir es so machen, dass wir auf dem Rückweg von Bruchtal kommend hier... die 11 nutzen. Sehe ich das richtig? Moment, ich mache es mal nochmal. Ja, also dann haben wir es nämlich auch zweigleisig und das sogar richtig rum. Und dieses Mittelgleis hier, das ist ja tatsächlich nur zum Durchdüsen. So, sorry für die Konfusion, aber ihr habt ja gesehen, eben, es hat ein bisschen lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass wir nur 3 Gleise hier oben haben. Hier haben wir aber 4. Das gebe ich zu. Gut, aber das hätten wir jetzt hier. Also, das passt. Dann können wir hier zumachen. Dann geht das nach hier vorne, nach Bruchköbel oder Kobel? Ich glaube, das heißt Köbel. Gut. Also hier rein, da hinten wieder raus. Das werden wir mit Sicherheit hinkriegen, weil hier haben wir, glaube ich, keine Durchfahrtssachen. Ah, guck mal, das funktioniert sogar. Das ist interessant, weil wir hier keine Weichen haben. Sehe ich das richtig? Doch, hier haben wir eigentlich auch Weichen. Das ist interessant, dass das dann genutzt wird, dass das automatisch funktioniert. Naja, umso besser. So, hier unten, da brauchen wir wieder ein Gleis, das passt auch, wenn wir hier nochmal gucken, alles in Ordnung. Also, Zürich, hast du ein Depot? Echt nicht? Du hast keins? Das kann ich ja fast nicht glauben. Hier hinten haben wir den Güterbahnhof, da haben wir aber auch kein Depot. Ja, und jetzt hat die Frage, machen wir in Zürich ein Depot? Das würde hier natürlich auch hinpassen, oder machen wir in Kopenhagen ein Depot? Das ist eigentlich egal, das können wir hinmachen, wo wir wollen. Ich gucke mal in Kopenhagen. Es würde halt zu diesem Bahnhof relativ gut passen. Je nachdem. Wenn man hier noch irgendwie so was Depot-ähnliches hätte. Die Frage ist, wohin mit dir? Vielleicht ein bisschen außerhalb oder hier? Dass hier das Depot in diese Gleise reingeht. Ich gucke mal schnell. Ich reiße das hier mal ab. So, Depot, Depot, Depot. Gerne irgendwie sowas in der Richtung. Oder haben wir noch irgendwie was Neues? Da haben wir noch neue Prellböcke. Nee, haben wir nicht.
Den Ringlokschuppen haben wir natürlich noch, aber der passt jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt hier zu diesem Bahnhof. Den hätte ich gerne lieber vielleicht in Weißwasser oder so. Werden wir uns ansehen, wenn wir wieder dort sind. Machen wir mal 120 und machen mal 4 Tore. Ne, dahin lieber nicht. Da haben wir dann noch Gleise, die rauskommen. Aber irgendwie so plus minus hier. Oder vielleicht sogar ein bisschen weg vom Bahnhof. Nur dich hier hinsetzen, das müsste doch eigentlich relativ cool aussehen. Und zwar gerade, parallel zum Bahnhof. Sonst hätten wir den hier. Ja, gefällt mir zwar fast besser. Na, das nochmal ein bisschen drehen. Dann haben wir den hier relativ dicht dran. Und der passt von der Länge her genau hier rein. Guck mal, das ist doch eigentlich relativ cool. Ah, sehr schön, gefällt mir. Hier geht es unten durch, perfekt. Gut, jetzt müssen wir noch gucken, wie kommen wir mit den Gleisen hier in die Gleise da vorn. Das werden wir relativ einfach hinkriegen. Nämlich so. Einfach gerade raus. Und dann irgendwie hier rein. Wir könnten hier je nachdem... Sollen wir mal sowas machen? Haben wir so auch noch nicht. Dass man hier eben in die Gleise auch noch reinkommt. Ist dann ein bisschen was... Ja, im Prinzip ein Teil eines Gleisvorfelds. Und jetzt machen wir aber das Ganze auch noch so, dass man hier mit einer Weiche noch in die Richtung reinkommt. Machen wir mal diesen hier. Und da rein. Und dann passt das. Jetzt werde ich das Ganze natürlich noch entsprechend mit Signalen versehen. Tipposignale, also die haben keine wirkliche Auswirkung. Die machen wir einfach, weil es halt nett ist. So, okay. Vielleicht hier auf halber Strecke noch, weil es eine relativ lange Ausfahrt. Gut, das hätten wir auch. Somit kommen wir zum Zukauf. Wenn wir zum Zukauf kommen, ihr ahnt es, dann werde ich hier ganz kurz... eine Testspeicherung machen. Was mir auch gerade auffällt, jetzt sind wir natürlich, um zu starten, eigentlich relativ falsch hier. Ja, wir müssen eigentlich in Zürich starten oder da hinten. Aber sonst fahren wir ja die ganze Strecke mal mit. Das macht ja nichts. Also sprich, wir fahren halt vielleicht dann nach Gold Dingens da hinten, fahren wieder zurück hier durch Städtchen durch. Ja, ja, das ist doch in Ordnung. Machen wir so. Also, zukaufen. Was haben wir denn hier an eher schnellen Sachen? Ich gucke mal zuerst bei den elektrischen. Die hier, die wären natürlich schon nett, aber passt die nach 1967 oder? Ja, ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Was haben wir sonst noch? Da haben wir doch schon die ersten, die mir da glatt ins Auge springen. Ich würde sowas machen. Das passt auch zu Zürich. Obwalden, Graubünden, hier haben wir Lenzburg. 125 km, das sind keine Düsenjäger, aber wir brauchen hier im Moment auch noch keine Düsenjäger. Oder sollen wir halt vielleicht tatsächlich auch 125 km? Sollen wir tatsächlich mit dir nehmen? Ich weiß nicht. Ich meine, wir sind relativ schnell im Jahre 1980, wenn man es laufen lässt, das Spiel. Dann hätten wir die hier halt mal. Das ist eine sehr schöne Lokomotive. Die ist vielleicht jetzt tatsächlich zu früh dann auf der Anlage, aber steht hier vielleicht noch was? Schnellzuglok. Sie wird voraussichtlich ab 2018. Okay, die ist im Prinzip 50 Jahre fast zu früh. Ne, dann lassen wir es. Dann machen wir die später. Die kommt sicher auch noch auf die Anlage, das ist klar. Dann würde ich hier tatsächlich irgendwie so eine SBB-Lok gerne haben. Kaufen wir. Keine Doppeltraktion, aber dafür schöne Passagierwagen. Ach, diese Orangen. Hier. Die gefallen mir jetzt schon extrem gut. Warum nicht mal wieder die nehmen? Die haben wir hier nochmal. Wie schnell sind die? Ja, die sind mehr als schnell genug. ÖBB Amots. Das ist eigentlich eine SBB-Lok. Ich weiß nicht, was hier SBB ist. Ist aber auch egal. Wie gesagt, das ist eine Anlage. Auch wenn jetzt schon wieder jemand schrieb, dass die Silberlinge zum Beispiel nicht zur Dampflok passen, zu dieser schnellen. Also für mich passen sie, weil es ganz einfach gut aussieht. Was ist das hier? Da haben wir die SBB-Teile. Wenn wir schon so eine Lok haben, dann nehmen wir jetzt auch die hier. Okay, kaufen wir. Machen eine ganze Ladung draus. Machen den Zug auch gerne lang. 204 Meter, das müsste eigentlich passen. Und jetzt werden wir hier aber ordentlich mal zuschlagen. So, falls jetzt jemand wieder denkt, macht er verschiedene Züge. Ich erkläre gerne nochmal, das Problem ist, wenn der Fahrzeugersatz dann greift, dann wird der Zug wieder zu einem zurückgesetzt, zu dem, den man da eingestellt hat beim Fahrzeugersatz. Das heißt, das ist vergebene Liebesmühe. Man hat dann vielleicht wirklich bis zum Fahrzeugersatz verschiedene Züge. Sonst müsste man verschiedene Linien machen. Also gleiche Linien, aber im Prinzip mit den gleichen Bahnhöfen, aber unterschiedliche Linien. Linie 1, 2, 3, 4, 5. Dann kann man dort 5 verschiedene Züge einsetzen. Die werden dann jeweils auch nur vom eigenen Fahrzeugersatz wieder ersetzt. Aber auf der anderen Seite, das sind dann wieder zusätzliche Komponenten, die die Performance
runterdrehen, sobald wir wieder viele Züge und viele Linien haben. Deswegen mache ich das eben auch nicht. Also, nur zur Erklärung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist zu wenig. Machen wir mal so viele, dann haben wir wirklich ordentlich Züge hier drauf und das funktioniert auch. Hätte mich irgendwie auch gewundert, wenn nicht, aber man weiß ja nie. Bist du irgendwie blau? Nö, hatten wir glaube ich schon länger nicht mehr, dass hier blaue Lokomotiven oder blaue Wagen rauskommen. Vielleicht ist es jetzt das erste Mal. Ne, die sind orange, ich sehe schon. Cool. Gut, Hallöchen, liebe Lokomotive, schön mit der Schweizer Fahne vorne drauf. SBB, ah, herrlich. Ja, und die Wagen, die funktionieren auch. Die sind vielleicht von der Zeit her auch zu früh. Ich weiß nicht, ob es 1967 tatsächlich schon solche Wagen gab. Ist aber, wie gesagt, egal. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Das ist ein schöner Zug. Und wir werden natürlich gleich mal einsteigen. Achtung, ich werde jetzt ganz kurz nochmal durchzappen, was wir hier Schönes haben, damit wir das wirklich wissen. Das hier ist wirklich die Modelleisenbahn-Variante der Optik. Das sieht so nett aus. So, ja, okay, da haben wir die. Hier seitlich rausgucken. Hier wieder von oben. Ja, mir gefällt eigentlich fast... Oh, das ist natürlich auch nett. Wenn man jetzt hier eben noch den Kopf drehen könnte. Ich komme immer wieder zu dem zurück. Ah, die ist auch cool. Ah, oh, das ist schon... Das ist einfach der Hammer. Sollen wir dich drehen? Ne, dann kommen wir nicht nach hinten. Wisst ihr was, wir machen mal Folgendes. Wir haben... Ja, die Zeit haben wir noch, dass wir da noch kurz mitfahren. Wahrscheinlich geht die Folge dann ein bisschen länger als normal. Das ist auch kein Wunder, wenn der Herr Heisenberg dort mit den Gleisen in beim Dresdner Bahnhof solche Probleme hatte, weil da einfach ein Gleis zu viel ist. Prinzip. Ja, dann dauert es halt ein Momentchen länger. Ich würde sagen, wir fahren jetzt aber mal nach da hinten mit einer anderen Einstellung und fahren dann den ganzen Weg zurück mit der herkömmlichen. Was spielen wir mit sowas? Oder sowas? Lasst uns doch mal so. Wir fahren mal so mit. Nee, das ist eigentlich zu ähnlich wie die andere, die wir dann nutzen. Ich hätte gerne die Modelleisenbahnkamera. Wo war die denn gleich nochmal? Moment, Entschuldigung, Achtung. Ich weiß, jetzt scrollt er wie ein Wahnsinniger. Da, die hier. Die werden wir jetzt mal nutzen. Ah, wie schön hier doch die Stadt durch. Das werden wir dann noch sehen aus der Ego-Perspektive, aus der Führerstandsperspektive. Dann werden wir uns das eben aus der normalen Dingens angucken. Ja, jetzt hat hier einfach die Cam noch drin. Ich meine, das könnte man eigentlich. Wisst ihr was? Wir können natürlich ganz einfach auch mal die hier nochmal nehmen. Da kommen nochmal neue Sachen. Die Tränenfieber-Gedenk an sich meine ich. ÖBB Tannengrün. Wow, jetzt kommen hier aber ordentlich neue Sachen rein. Ja, krass. Zweiachsige Rungenwagen. Hier nochmal ein paar Krokodile. Baureihe 230 nochmal. So, ich wollte eigentlich den Zug noch ein bisschen angucken, genau, weil wir können natürlich diese ja, diese Perspektive tatsächlich machen und trotzdem die Kamera drehen. Also die kann man auch manuell machen, diese Perspektive. Das ist einfach die Tränenfieber-Gedenk an sich. So nennen wir die, weil das war die Sicht, die wir immer bei Tränenfieber hatten. Da gab es ja keine anderen Kameraperspektiven. Cool. Mal noch schnell gucken, wie er durchfährt hier. Ah, diese Geräusche alleine schon, dieses Tschigedünk, Tschigedünk, Tschigedünk. Ist eben witzig, dass eine Modelleisenbahn tatsächlich auch so Geräusche macht. Zumindest die, die ich früher hatte. Eben Kopf auf dem Gleis und hören, wann der Zug kommt. Dann aber rechtzeitig weg, weil sonst wird es teuer. Ja, das wissen wir hier. Wir steigen jetzt hier normal ein und düsen mal den Weg noch normal zurück. Kommend aus, wie heißt das hier, Golden irgendwas? Ist auch egal. Auf alle Fälle geht es jetzt nach Kopenhagen rein. Und da kommen uns eigentlich schon Züge entgegen, müsste man meinen. Oder fahren die in die andere Richtung? Wir haben ja das Depot so gebaut, dass man eigentlich in beide Richtungen fahren kann. Nee, guck, da kommt ein Kollege entgegen. Sehr schön. So, ein SBB-Zug in Kopenhagen. Ja, jetzt ist aber auch die Länge langsam okay. Jetzt gefällt mir das auch schon wieder viel besser. Und keine Angst, dieser ellenlange Güterzug... Also diesen Güterzug, den wir in den früheren Staffeln gemacht haben, der dann 3-4 Kilometer lang ist. Ne, das ist übertrieben. Wie lang ist der? 1-2 Kilometer vielleicht. Der kommt natürlich auch wieder, das ist ganz klar. Neue Map, neues Glück, sage ich da nur. Also das wäre doof, wenn wir das nicht machen. Da wird vieles nochmal kommen, was wir früher auch schon hatten. Wir werden aber auch neue Sachen machen. Und das hat alleine schon wieder damit zu tun, dass es halt zum Glück immer wieder neue Mods gibt. Da kommt der nächste Kollege.
eben Skistrecke ist mal noch geplant. Dann gibt es noch eine neue Kirche, die Sankt Ägidienkirche ist das, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ist auch eine neue Mod. Die werden wir auch noch irgendwo hinstellen, ganz klar. Daneben in Salzburg eine Burg, auch das ist geplant. Und wir müssen natürlich gucken hinten beim Gütermoloch, dass wir dort eben noch weitere Sachen hinkriegen. So, jetzt geht es aber hier erstmal durch Kopenhagen durch. Ja, das sieht eigentlich eh schon besser aus, als ich es vermutet hätte hier, weil schon wieder zwei, drei Häuschen dastehen. Und hier geht es dann ein bisschen ins Land raus, aber das ist natürlich, ich hoffe zumindest, in der Zukunft dann anders. Dann ist hier kein Land mehr, sondern wird hier eben auch Kopenhagen sein. Hallo Kollege, ich wünsche freie Fahrt. Ich hoffe, die verteilen sich dann noch ein bisschen geschickt. Nehmen wir mal an, das wird dann schon passieren. So, hier der große Bogen und dann sollte sich hier vorne dann relativ schnell der Kopenhagen Hauptbahnhof offenbaren. Der ja eigentlich der Dresdner Hauptbahnhof ist, da kommt schon der nächste raus. Hier frech die Kreuzung vom Depotgleis. Ja, und da hinten sieht man schon in weiter Ferne den Bahnhof. Hier Gleise, die noch nicht fertig sind, das wird natürlich alles dann auch noch gemacht. Das wird ganz bestimmt nicht so bleiben. Ja, schön, nochmal eins rüber. Wunderbar. Hier auf der rechten Seite könnte man noch einen Güterzug installieren oder irgendwie so eine Regiobahn. Da werden wir gucken, was wir da genau machen. Boah, ist das ein Killerbahnhof. Heiliges bisschen. Der ist wirklich einfach nur schön. Wenn hier dann natürlich noch ein bisschen mehr Betrieb ist, wenn dann hier noch eine Straßenbahn etc. langfährt, also natürlich nicht hier auf dem Gleis, aber hier zum Bahnhof hin, das sieht dann wahrscheinlich tatsächlich von außen relativ sehr nett aus. So, ich steige mal ganz kurz aus, wir steigen gleich wieder ein. Ja, Leute haben noch keine, dafür ist die Linie zu frisch und dafür eben, wir haben natürlich hier auch noch keine Busse und auch sonst noch nichts. Was war das gerade für ein komisches Zucken? Ich muss mal schnell gucken. Teilweise, nee, das funktioniert. Wir hatten teilweise das Phänomen, dass wenn Züge aus Bahnhöfen oder aus Depots rausgefahren sind, dass man so einen Ziehharmonika-Effekt hat. Also, dass sich die auseinandergezogen haben und wieder zusammengezuckt sind. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich glaube, das hat man behoben. Aber das war jetzt gerade ein Momentchen so, als hätte das eingesetzt, aus der Ego-Perspektive betrachtet. Und deswegen musst du schnell gucken gehen. So. Haben wir eigentlich mal aufs Tempo geachtet? Nö. Da ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache, wir kommen an. Wir düsen nach Bruchköbel. Von da aus geht es dann nach Zürich weiter. Das ist dann der Schluss der Strecke. Und jetzt fahren wir natürlich noch ein Momentchen. Ja, die Folge wird länger. Ich sehe es schon, aber das ist ja auch kein Ding. Wenn euch die Folge zu lang ist, dann macht eine Pause. Guckt später weiter. Weil das ist, denke ich, immer noch besser, wenn die Folge zu kurz ist, weil dann ist sie einmal zu kurz, dann ist sie halt zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Dann, wenn das zu lang ist, dann bitte halt, ja, zwei Teile davon machen, das ist ja kein Ding. YouTube merkt sich ja sogar, wo ihr aufgehört habt zu gucken. Das ist eigentlich eine relativ selige Erfindung, da könnt ihr jederzeit später weiter gucken. So, ist natürlich jetzt relativ, wie soll ich sagen, ein bisschen ereignislos hier die Strecke, weil hier nichts ist. Aber ist trotzdem ein schönes Fahren. Da vorne haben wir eh schon Bruchköbel. 125 km, das ist das, was die Lok leisten kann. Die Wagen würden 200 zulassen. Wir können natürlich hier mal die Lok ersetzen und eine schnellere Lok hinzufügen. Die Wagen, die bleiben dann, weil die schaffen die 200 km ja. Das ist ja dann kein Ding. So, Hallöchen. Die haben wir tatsächlich noch unbeschrankt. Habe ich das irgendwie übersehen oder vergessen? Ich werde ganz kurz aus dem Zug raushechten, sobald wir stehen. Und das kurz ändern dort, weil das haben wir natürlich relativ schnell gemacht. So, sorry, wenn ich hier aus dem fahrenden Zug raushüpfe. Wir brauchen hier, zack, irgendwas in der Richtung. Okay, passt, gleich wieder zurück, weil sonst geht's vergessen. So, steigen wir wieder ein. Mal gucken, da vorne, haben wir dort eine Schranke oder habe ich das auch vergessen? Doch, da sehe ich sogar, wie sie runtergeht. Sehr gut. Ja, immer noch alte Fahrzeuge, man sieht's. Ja, aber jetzt werden wir im Laufe der nächsten 3-4 Videos, der nächsten 3-4 Folgen, denke ich, relativ schnell vorwärts kommen, dass wir dann irgendwie so beim Jahre 1980, 1990 rum sind und dann kommen dann wirklich auch die ganz coolen Züge. Die ganz schnellen, die kommen erst zur Jahrtausendwende
Der Ciruno kommt zum Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, 2019. Also zumindest hier auf der Anlage. War ja in echt ähnlich. So, und ja, wann die Hybride etc. kommen, wir werden sehen. Und ich würde halt sagen, wir bauen diese Schnellzugstrecken erst dann, wenn wir die Züge haben. Alles andere finde ich nicht sehr schlau. Ich weiß auch nicht, dann haben wir leere Strecken. Das ist auch nicht wirklich schön. Da hinten wieder wunderbar der Berg mit dem Schnee obendrauf. Ah, ich liebe diese Mod, diese schneebedeckten Berge. Das ist einfach sehr nett. Auch eine gute Idee gewesen halt von dem Modder, dass er das so macht. Das haben wir an einer gewissen Höhe, der Schnee da ist. So, wir düsen rein nach Zürich. Jawohl, das machen wir eben auch hier durch die Stadt durch. Mit ordentlich Tempo. Cool, hier fehlen überall noch Häuser, die kommen, hoffe ich. Und sonst werden wir ihnen halt entsprechend helfen müssen. So, hier vorne machen wir die Kurve, dann geht es ab in den Kopfbahnhof hier in Zürich. Und dann haben wir diese Strecke hier, die Nordwestlinie, auch bewältigt. Durchaus eine nette Strecke. Teilweise ein bisschen ereignislos, eben weil viel durchs Land durchführt, wo noch nicht viel ist. Aber das wird sich auch ändern. Also hier könnte man natürlich später nochmal mitfahren, ganz einfach, weil sich hier noch einiges tun wird. Und ich denke mal, das Coole an der Strecke ist tatsächlich, dass wir jetzt wirklich ein bisschen durch die Städte durchdüsen, da in Kopenhagen und hier in Zürich. Das wird entsprechend ja dann auch wieder wachsen. So, ganz langsam geht es hier rein mit 30 km/h. Alles andere wäre zu gefährlich. Hier stehen nämlich tatsächlich Leute. Und ich nehme mal schwer an, die wollen hier mit uns mitfahren, weil sonst stehen sie schlicht und einfach falsch. So. Ist halt ein langer Bahnhof, da dauert das Reinfahren natürlich ein Momentchen. Hier stehen weitere Leute, sehr schön. Tach. Tach auch, die wirken alle ein bisschen, keine Ahnung, niedergeschlagen. Aber ihr werdet fröhlich, sobald ihr im Zug drin seid, weil dann könnt ihr durch euer Städtchen durchdüsen. Und ihr könnt bis nach Kopenhagen weiterfahren, ohne umzusteigen. Das haben wir euch jetzt ermöglicht hier mit dieser Strecke. Ich steige gleich mal noch kurz aus. Ich möchte gucken, wie viele einsteigen. 9. Na, das ist doch all das. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder, pünktlich um 14 Uhr, hier auf diesem Kanal, zu einem neuen Video hier mit Transportfieber. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.